Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Neo. Heute geht es weiter mit der Hauptmission Sekigahara, wo wir nur Level 87 sind und 103 empfohlen ist. Also deswegen wahrscheinlich auch 3 Schwerthügel Schwierigkeit, aber ich will es trotzdem mal versuchen. Schauen wir mal, wie es wird. Gerade der Boss könnte dadurch natürlich heftig werden. Noch heftiger vielleicht als der andere Boss, der nur einen Schwerthügel hatte. Aber schauen wir mal. Unser nächstes Ziel ist Sekigahara. Das ist unser Kampf, William, nicht deiner. Ich kann von dir nicht verlangen, dich uns anzuschließen. Dies ist eine Schlacht, von der ich selbst nicht weiß, ob ich sie überleben kann. Auch Okatsu wollte mitkommen. Zumindest dieses Mal bin ich froh, dass ihre Wunden noch nicht verheilt sind. Okay, also es wird heftig. Hat er uns auch wieder gesagt, die liebe Hattori. Ah, what the fuck? Los geht's! Wir kriegen's hin. Bring it on. Die Stadt Sekigahara hat eine lange Zeit eine strategisch bedeutende Stellung in der Provinz Mino. Schon im 7. Jahrhundert war sie der Schauplatz einer anderen entscheidenden Schlacht gewesen, die das Land in zwei teilte. Nun hängt dichter Nebel über der Stadt und über mehr als 100.000 Männer haben sich versammelt, um einmal mehr in Sekigahara in den Kampf zu ziehen. Das hört sich episch an. まだ動かんのか。 いつ動くとまでは家康と訳しておらんのでの。数勢が決まるまで高みの。 あの王術はリーフレゴからリーフレゴ安人か向かうは西軍大谷の首を取れ。 小早川勢がこちらに向かっております。 寝返るとは人面獣心なり。我も人として戦う道理はあるまい。見事な砲術よ。小早川も目が覚めただろう。殿、鬼が現れ小早川勢が突破できません。何ケリー。ギャー。 Reiten wir jetzt? Nee. Dachte schon. Nein, mein Pferd ist weg. Okay. Sekigahara, Provinz Mino. September ist es gerade. Ich finde es gut, dass meine Capture-Karten ein bisschen Verzögerung im Display hat. Gut, dann bin ich mal sehr gespannt. Ich dachte, wir kämpfen jetzt wirklich in einer Schlacht, aber das, also so wie die, wenn ihr euch noch an den allerersten Part von Neo erinnert, die Anfangssequenz. Ich dachte, wir kämpfen vielleicht in sowas. Aber das wäre vielleicht auch ein bisschen viel verlangt. Hier ist übrigens Nick. Ah doch. Nee, hier ist ein Shortcut. Okay. Aber erstmal geht's nur hier lang.
Und Kelly hat hier... Kelly hat hier mal wieder seine Finger im Spiel. Stufe 103, einfach mal ultra hochleveligen Gegner töten. Und Knie vor mir. Oh, Kabuto, do. Moment, habe ich nicht beim letzten Mal auch irgendwelchen geilen Shit bekommen? Schauen wir mal. Das kann ich tragen. Das nicht. Okay. Immerhin, wir tragen, ziehen jetzt einfach alles an, was besser ist und wir tragen können. Hier leider nix. Hier können wir das tragen. Okay. Das können wir nicht tragen. Hier... Ah, das können wir sogar tragen. Geil! Weil wir hochlevelige Missionen spielen, bekommen wir auch hochlevelige Items. Was natürlich wiederum unseren Shit ein bisschen ausgleicht. Unsere Unerfahrenheit, beziehungsweise Schadensreduktion kritisch. Kann ich mir nicht leisten wegen dem Kodama-Gespür. 7 Kodama gibt es hier. Einen habe ich schon gefunden. Also, gefunden unter Anführungszeichen. Wir haben ihn halt noch nicht zurückgeschickt, aber das sollte nicht das Problem sein. Ja, gehen wir erstmal hier hoch. Oh. Hallo. Nekrogewehr, geil. Wer hat... Wobei, das ist wahrscheinlich gar nicht geil. Doch, es ist sogar gut. Brüllender Tenryu. Holy fuck. Fuck, was ist das für eine Abnormität? Feuerschaden brechen, okay. Ich will den abfeuern. Und zwar baldmöglich. Ah, hier ist... Du bist ein Gegner. Was, rufst du die nur aus? What the fuck? Ah ja, wir sollten übrigens mit dem kämpfen. Damit wir ein bisschen mehr Übung kriegen. Moment, aber eine Frage ist schon, wie kommen wir dort hinten hin? Wo geht's hier lang? Oh, shit. Sag nicht, das ist so ein richtig verwinkelter Scheißhaufen hier. Oh, okay, das ist auch ein Shortcut, alles klar. Moment, aber... Hä? Ach so, die sind hier hinten, die Gegner. Moment, schauen wir mal. Kann ich vielleicht von hier oben irgendwie... Nö. Hier kann ich nur den Kodama sehen. Na, super. Ja, dann gibt's nur den einen Weg. Ich dachte, für eine Schlacht ist das relativ unspektakulär, nämlich... Ich hab gewusst, hier ist irgendwas. Ich dachte eher ein Hinterhalt, aber... Aber gut, muss nicht immer ein Hinterhalt sein. Es kann auch einfach ein Gegner sein. Ja, Hinterhalt. Habe ich ja gesagt, Hinterhalt. Hintergrund... Bergfeste. Okay. Vielleicht, wenn ich mir das alles durchlesen würde, würde ich tatsächlich besser in der Geschichte des Spiels werden, aber allein diese Vielzahl an japanischen Namen. Yokai-Schutz 23! Meins. Das hört sich sehr gut an. Hier, wir haben auch einige... Ein Speer, der aber nicht besser ist als das hier. Wobei, vielleicht ist er besser als der hier. Nope. Nö. Gut. Oh. Hallo.
Okay, Moment. Oh, das ist ganz schlecht. Das ist weniger schlecht. Oh, wo? Achso, ich dachte schon, er ist mir hinterhergelaufen. So, glaube ich, sollte man kämpfen, wie ich den gerade besiegt habe. Außer das, wo ich getroffen wurde. Er ist eine Typ in Rot, der eher so ausgeschaut hat, als wäre er irgendwie der Ultra-Feigling, aber scheinbar jetzt doch für uns kämpft. Ah, Moment, und hier hinten wird das sein mit dem Kodama. Schätze ich. Moment, ich sollte vielleicht erstmal das hier aufnehmen. Das ist sogar noch besser. Alter, wir kriegen hier geilen Shit. Wahrscheinlich eben, weil wir eigentlich ein höheres Level hätten sollen und besseres Gear, bekommen wir jetzt hier halt auch besseres Gear. Kodama, Pfeile. So, und hier sind zwei Gegner. Oder einer. Hä? Waren da nicht gerade zwei? Ich liebe den Rundumtritt. Könnt ihr mir gerne mal sagen, ob ihr den auch so geliebt habt, falls ihr das Spiel selber gespielt habt. Oder ob ihr es bei anderen Leuten auch so häufig verwendet sehen habt, wenn ihr andere Let's Plays geschaut habt. Das war alles kein deutscher Satz, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also es war grammatikalisch nicht richtig mit den Zeiten und so. Aber egal. Wir sind hier nicht im Deutschunterricht. Oh. Ich dachte, er fällt runter und stirbt. Gut, ich glaube kaum, dass das genug Höhe für Falldamage wäre, aber egal. Man kommt hier nicht überall rauf oder hin. Hier kommt man zum Beispiel nicht durch. Okay, also diese Haufen von Leichen sind undurchdringlich. Okay. Hier geht's links oder rechts lang. Oh, das hier ist der Shortcut. Also ein Shortcut. Und jetzt geht's hier und hier auch noch lang. Okay, Moment, das hier ist der Shortcut, oder? Nee. Der Shortcut kommt erst nach dem Kampf, wie es aussieht. Das ist, glaube ich, nicht der Bosskampf. Und wenn, dann ist es nur ein Zwischenboss. Aber hier geht's auch noch weiter. Aber auch nur hier lang, okay. Alles klar. Also, was auch immer jetzt hier abgeht, ich weiß es nicht. Der eine scheißt sich in die Hose. Du auch. Was, ne, lasst mich nicht durch, ihr Penner. Wer ist, wenn wir von hinten kommen? Okay, können wir nicht. Schade. Gut, aber da es scheinbar ein heftigerer Gegner ist. Wer ist denn das? Scheiße, ich sehe ihn gar nicht. Er ist unsichtbar. Das ist der Trick an dem. Es wäre aber echt heftig, wenn es tatsächlich einen unsichtbaren Gegner gibt. Oh, hier ist ein Kodama übrigens. Ich habe doch gewusst, dass es hat Sinn, dass ich hier noch auf die Seite hinten gehe. Wobei, vielleicht wäre mir im Kampf mit dem auf der Minimap aufgefallen, dass da ein Kodama ist, aber egal. Los geht's!
This must be Kelly's work. Tell me where he is. Kelly, これは自らの意思でやったこと。この大谷氷、三成殿のため、義のために、残された命、使う覚悟よ。オッケー。Wow, Alter, der hat, glaube ich, ein bisschen gebackt gerade. Okay, also der eine Angriff ist heftig. Ich muss gerade an das eine Lied, Do a Little Dance, Make a Little Love, Get Down Tonight, denken. Weil, ho! Weil der macht gerade hier irgendwie so seinen Dance. Immer den hier, den ich gerade nicht ausgewichen bin. Bitte explodier nicht! Jetzt macht er wahrscheinlich mehr Damage. Und... ich sollte vielleicht hier nicht mit den Uchis kämpfen. Ich glaube, das hier wäre übrigens so die Stelle, wo es intelligent wäre, doch die Uchis zu haben und aber den Schutzgeist rauszulassen. Schauen wir mal. Hier ist nicht, aber hier vorne ist der Shortcut. Hier rechts... oh, halt, wo ist er? Hier rechts hoch und hier durch, oder? Genau. Alles klar. Er ist schon wieder unsichtbar. Egal. Mein Schutzgeist. Oh, bist ein Arsch. Ha! Okay. Mach das nie nochmal. Willst du mich verarschen? So! Mu! Mein Mu! Okay! Okay, jetzt Speer. Weil Safety. ここは引け。
島左近清喜。事務省に過ぎたると言われし、この左近が組み、手柄とした着物は堂々かかってまいれ。Der Bosskampf war jetzt wirklich nicht allzu schwer. Vor allen Dingen, weil ich, glaube ich, seine schlimmste Phase durch meine Waffe, verbesserte Waffe, halt Geist, ausgeschalten habe. Und weil ich, am Ende wollte er noch irgendwas tun und das habe ich ihn nicht lassen. Aber dafür scheint jetzt hier anderer Shit abzugehen. Was? Okay. Der Sieg ist unser. Okay, erledigt seine Lakaien, hört sich gut an. Aber mir war klar, dass die Mission noch nicht vorbei sein kann, weil 7 Kodama, ich meine, ich habe 2 gefunden, aber dass ich 5 Kodamas übersehen habe, unwahrscheinlich. Ich werde trotzdem nochmal hier speichern, weil die Gegner sind mir egal und ein bisschen Leben tanken. Also wie gesagt, der Kampf war jetzt... Ich glaube, das war tatsächlich bis dato der leichteste Bosskampf. Bin ich mir ziemlich sicher, obwohl eigentlich das die Mission für ein höheres Level angesetzt war, so rum. Hier ist nichts mehr, okay? Kämpfen wir jetzt wirklich im Getümmel? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Auf sie, aber Moment, bevor er Feuer auf sie. Gibt's hier noch Items? Ich meine, wollt ihr nicht die Items haben, Jungs? Kampfgefährten, wer auch immer ihr seid, zu mir. Ich hol mir hier alles, ist mir scheißegal, wenn die verrecken. Sollen die mal für mich arbeiten? Kabuto. Moment. Gehe ich gerade einen Weg, den ich nicht gehen sollte, vielleicht? Ah. Ich glaube, wir gehen gerade hinten rum. Aber dann können wir den Gegnern vielleicht in den Rücken fallen. Das wäre doch nicht schlecht, oder? Ich hoffe, ich greife nicht irgendwann einen Freund an. Aber ich glaube, ich kann Freunde in dem Spiel gar nicht angreifen. Also von daher egal. Wetzstein, wunderbar. Ah! Oh, das ist jetzt schlecht. Oh, shit. Da habe ich in ein Wespennest gestochen. Aber ich kann nur eine Wespe isolieren. Was sehr gut ist. Komm, brich. Und... Oh, du hast recht viel Leben. Na, aber zweimal brechen ist auch dir zu viel. So, jetzt stirbst du. Okay, jetzt könnten wir uns eigentlich doch an die anschleichen, oder? Ah, doch nicht. Zumindest nicht an alle. Komm, schieß. Danke. Nein. Na, entscheide dich mal.
So. Alter, unsere Katanas sind echt blutig. Es ist schon geil. Nein! Oh, shit. Was? Am Arsch. Er hat zwei Leute, oder was? Schießt sie noch? Nee, ich glaube jetzt... sind wir aus der Reichweite. Was mache ich gerade für geile Moves? Okay, blocken, kurz und dann Angriff ist saugeil. Oh shit. Oh shit. Gibt's hier nicht Freunde? Helft mir! Okay. Mit einem kann ich zurechtkommen. Vor allen Dingen, wenn er kein Key mehr hat. Nice. Nice. Oh, hier gibt's überall Schießereien. Oh, shit. Okay, du kommst. Was? Ich hab dich doch getötet vorhin schon. What the fuck? Oder ist hier noch jemand hergekommen? Ihr seid solche miesen Penner. Oh, hier ist ein Schrein. Aber Moment, ist es hier clever, hier zu schreien? Weiß ich nicht. Oh. Hallo. Jetzt hier vor dem Schrein zu sterben, wäre sehr ärgerlich. Aber doch nicht der Fall. Ah, Moment. Na, komm schon. Ja, gib mir Brunnen-Items. Geisterstrein-Fragmente. Gibt's hier denn... oh, hier haben meine Kameraden schon gelootet. Das ist ganz Arsch von denen. Okay, weiß nicht, ob hier alles respawnt und das vollkommen blöd ist, hier zu speichern. Aber es ergibt sich gerade gut von der Folgenlänge. Weil ich habe heute leider nicht so viel Zeit. Also die letzte und diese Folge nehme ich am Stück auf. Und ich habe da nur was zu tun. Wir schauen nur kurz, ob... ne, es sind alle wieder da. Fuck. Okay, aber da würde ich sagen, kümmern wir uns nächstes Mal drum. Wir haben heute immerhin den Boss besiegt, also ich putze mich ab. Ich habe meinen heutigen Pensum erfüllt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Let's Play Neo. Und bis dahin sage ich Tschüss, Leute.